Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, ihr seht, hinter mir ist eine Chest aufgetaucht. Und zwar habe ich hier nochmal geschaut, ob ich hier irgendwas finden kann. Dann habe ich mir gedacht, okay, hier sind ja diese Dinger zum Lesen. Ich glaube, das letzte, was ich gesehen hatte, genau, war hier. Dann habe ich einfach mal versucht, tatsächlich alle anzuklicken. Ich meine, es wären 28 gewesen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und plötzlich habe ich gesehen, als ich da vorne gewesen bin, dass hier eine Kiste liegt. Die wollte ich jetzt zusammen mit euch looten. Was ist das jetzt hier? Eine nautische Perlwand. Okay. Und eine leere Kiste, die wir direkt mitgenommen haben. Sehr, sehr cool. Da ist auch noch was zu lesen. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Ist wieder auf Englisch, das heißt... Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen und übersetzen. Aber falls ihr euch für die Story interessiert, könnt ihr das natürlich gerne durchlesen. Ja, wie gesagt, ich habe hier eigentlich gehofft, ich weiß nicht, nee, ist immer noch da der Kreis. Ich habe hier eigentlich gehofft, dass ich hier endlich mal den Kreis wegbekomme. Leider war es nicht so, aber wir haben ganz offensichtlich ein Geheimnis entdeckt. Das heißt wirklich alle, ich meine 28 Dinger drumherum lesen. Und ja, dann könnt ihr euch hier die Chest abholen. Alia. Ja, ich muss mich etwas beeilen, weil ich habe spontan mich dazu entschieden, eine Aufnahme zu machen. Und zwar mehrere Dinge. Wo ist denn der Herr hier? Ist der jetzt hier drin? Ja, ich glaube, der ist hier drin. Mit dem muss ich nämlich unbedingt sprechen. Beziehungsweise ich wollte bei ihm versuchen, was zu kaufen. Aber er hat leider was zum Sprechen drin. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Wusstest du, dass deine Werkzeuge verbessern kannst, indem du mit Eisen verstärkst? Du kannst sie richtig eisenhart machen. Ha! An manchen Tagen fühle ich mich wie ein Ei, weil ich mich einfach nur aufrege. Wie auch immer, ich habe ein neues Rezept mit deinem Namen drauf. Okay, ja, ich wollte eigentlich gucken wegen der Erde, aber leider passt es noch nicht so hundertprozentig. Ach so, die edle Gießkanne. Okay, die hat er für mich. Ja, dann haben wir das jetzt quasi umsonst gemacht, aber wir haben noch einige Quests hier, die wir machen können. Gameplayerin, ich hatte gehofft, dich zu treffen. Ich fühle mich geehrt. Das solltest du. Ich bin ein schwer zu beeindruckendes Mädchen. Ich komme gleich zur Sache. Ich habe beschlossen, dass die Welt von meinen großen Abenteuern erfahren muss. Also habe ich mein Memoir niedergeschrieben, damit jeder meine Geschichten erfährt. Würdest du es dir mal ansehen? Klar, gerne. Gut, das Buch liegt bei mir zu Hause auf dem Tisch. Könntest du es lesen? Ich habe im Moment irgendwie alle Hände voll zu tun. Was ist denn zu Hause? Das, wo die Schmiede ist, glaube ich nicht, oder? Wenn ich übermäßig schroff werde, nun, dann tut mir das nicht leid. Ich mag dich ja so und so, aber niemand wird mich davon abhalten, ich selbst zu sein. Ja, where did I put my hammer? Ja, ist kein Thema, komme ich mit klar. Ich hatte aber auch noch, genau, hier, Ken Lee, den habe ich noch gesucht. Wir müssen... Was ist das denn? Wenn Sie herausfinden, dass der Hinweis in diesem Brunnen liegt, bedienen Sie viele Glückwünsche, um Zutritt zur Bibliothek zu erhalten. Muss jedoch nur eine letzte Prüfung bestanden werden. Sie müssen einen Stein finden, der den Sand der Zeit darstellt. Stecken Sie diesen Edelstein in den Griff Ihres Schlüssels und Sie werden Ihre Feierlichkeiten haben. Ach so! Ach, das war das zweite Rätsel! Okay. Ja, cool. Das war jetzt nicht so geplant, aber cool. Ich bin jetzt gerade ein bisschen baff, ehrlich gesagt. Ich muss nur ein bisschen trotzdem auf die Zeit achten. Ich will ja nicht, dass der jetzt hier noch Schluss macht. Wie ich sehe, haben Sie alles gelernt, worum ich geerntet, worum ich gebeten hatte. Ich danke dir. Haben Sie? Ich danke dir. Oh, ich... Wenn du nicht wärst, müsste ich entweder eine ganze Familie aus ihrem Haus vertreiben oder mich von meiner Schwester blamieren. Da ich die zweite Wahl völlig unerträglich finde, ist es gut für die Dayas, dass du durchgekommen bist. Sag mal, macht es dir je zu schaffen, dass du eine Enttäuschung für andere sein könntest? Nö, nicht wirklich. Wieso? Dann hast du Glück.
Ich fühle mich, als wäre ich schon als Enttäuschung auf die Welt gekommen. Und dieses Gefühl hat sich auch im Alter nicht verändert. Maybe I'll take Der hat echt ein psychisches Problem, aber okay. Gut, wir gehen runter. Wir versuchen am besten noch so viele Quests wie möglich anzunehmen, damit wir, der ist relativ viel vorne. Ich guck mal eben hier, ob die meint, dass hier ein Buch rumliegt, aber hier ist nur die Kasse. Kann man hier rein? Nee, kann man auch nicht rein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, wo sie schläft. Ich muss da mal drauf achten. Wer läuft denn? Ach, Tisch! Hallöchen! What to make? Entschuldigung, wenn ich abgelenkt schien. Normalerweise würde ich mich gerne unterhalten. Aber heute, naja, habe ich eine tolle Idee. Ich möchte dir wirklich gerne sagen, was es ist. Aber ich möchte auch, dass es eine Überraschung ist. Die Spannung bringt mich noch um. Nun sag's mir schon. Okay, okay. Du hast mich auf den Arm genommen. Ich werde es dir sagen. Ich habe Jill den Auftrag gegeben, eine neue Schürze für meinen Bruder zu schneidern. Er beschwert sich ständig, dass er seine Kochutensilien verliert. Das einzige Problem dabei ist, dass Jill ewig braucht. Er will, dass sie perfekt wird. Oh ja, das kenne ich. Aber bald kommt der Tag, an dem wir genau 6 Monate in Kilima wohnen. Dann wollte ich sie ihm schenken. Ich könnte mal mit ihm reden. Dann mache ich ihm Beine. Oh, mein Drache. Meinst du das? Wie meine ich das? Du wärst mir eine Riesenhilfe. Danke, danke. Hast du Rev irgendwo gesehen? Wir wollten zusammen im Gasthaus zu Abend essen, aber er ist nicht aufgetaucht. Hoffentlich geht es ihm gut. Okay, ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. So, da sind wir wieder. Es tut mir wirklich leid. Aber ich hatte total vergessen, dass ich nicht nachgeguckt habe, wie viel Speicherplatz ich habe und hatte eine ganz, ganz böse Befürchtung. Ja, und die war leider auch richtig. Ich musste gerade mal eben meinen Papierkorb leeren, damit ich wieder neuen Platz bekommen habe. Wir wollen ja nicht, dass irgendwas unterbrochen wird hier in der Aufnahme. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich scheine eine Art existenzielles Dilemma durchgemacht zu haben. Esche hat mich damit beauftragt, das Kleid ihrer Tochter für den Bahari-Buchtball zu entwerfen. Jeder, der etwas auf sich hält, wird dort sein, einschließlich meiner Mutter. Das könnte meine Chance sein, mir endlich einen Platz am Firmament der leuchtenden Sterne meiner Familie zu verdienen. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, sich kopfüber in das bodenlose Loch meines unvermeidlichen Scheiterns zu stürzen. Weißt du, Kenyatta und ihre Mutter haben völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was dieses Kleid darstellen soll. Esche bezahlt, also ist eigentlich sie meine Kundin und sie möchte etwas Traditionelles. Aber Kenyatta, die das Stück tatsächlich tragen wird, möchte etwas Gewagteres. Was soll ich tun? Ja, hör auf den Wunsch deiner Kunden, ja, aber ein Kleidungsstück sollte natürlich seinem Träger entsprechen. Oh, da hast du recht. Ich kann meine künstlerischen Entscheidungen doch nicht von etwas so Unwichtigem wie Geld abhängig machen. Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht mit Kenyatta darüber reden könntest, was sie sich für den Ball wünscht. Ich würde ja selbst gehen, aber ich habe Aufträge, die ich erst erledigen muss. Also wegen Ralfs Schürze? Ernsthaft, du bist die 5. Person, die mich heute darauf anspricht. Ich liebe Tisch, aber sie muss lernen, sich zu zügeln. Perfektion lässt sich nicht erzwingen. Sie muss doch nicht perfekt sein. Sie muss nicht perfekt sein? Du kennst mich wohl gar nicht, was? Und dass mein Stofflieferant in Bahari schließen musste, macht die Sache nur noch schlimmer. Deshalb habe ich nicht mal die richtigen Materialien. Ich kann Stoff herstellen. Ach, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. So sehr ich diese Stadt auch liebe, ich wünschte, wir hätten mehr Musikfestivals. In den größeren Städten gibt es fast jeden Abend ein Konzert. Obwohl die Stille für die Arbeit hilfreich sein kann, dämpft sie wirklich den Prozess der Ideenfindung. Wie sagt man so schön, wenn du über andere urteilst, urteile nicht über sie, sondern über deine Vorstellung von ihnen. Aber ich frage mich, gilt das auch, wenn wir über uns selbst urteilen? Was? Hä? Verzeih mir meine philosophischen Überlegungen.
Ich stelle manchmal fest, dass meine Gedanken in der Übersetzung verloren gehen, wenn ich versuche, sie anderen mitzuteilen. I must get back to my work. Ja, genau. Wir haben schon sehr spät. Ich hoffe, wir können trotzdem noch ein bisschen was machen. Mit ihm können wir noch kurz reden. I totally wasn't sleeping. Ich bin Bäre in deiner Küche. Hast du das verstanden? Badru hat mir das beigebracht. Okay. Ja, das dachte ich schon. Oh, warte. Ich habe dir das neue Rezept noch nicht gezeigt. Hm. Plan Blaubeerkuchen. Wo habe ich denn jetzt Geld herbekommen? Hallo? Mist. Aber der Blaubeerkuchen, der ist jetzt nicht so wichtig für mich, ehrlich gesagt. Hm. Ashura frisst alles. Ich habe sogar gesehen, wie er einen von Auni gefangenen Kiemen frisch gegessen hat. Entweder hat der Typ einen Magen aus Palium oder er wollte Auni einfach nicht enttäuschen. Es war der erste Fang des kleinen Kerls und er war richtig stolz drauf. Du hättest das Strahlen im Gesicht des Kindes sehen sollen, als er Ashura den winzigen Fisch gegeben hat. Wenn er mich so angeschaut hätte, hätte ich vielleicht auch den Kiemenmensch gegessen. Oh, das ist aber niedlich. Jetzt müssen wir mal schnell gucken. Ich denke nämlich leider, dass er gleich im Bettchen ist, aber wir versuchen es trotzdem nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt um 9 oder um 10 ins Bett geht. Oh, lauf, 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 lauf. Wenn ich schon das Geld habe, dann muss ich dringend noch einmal das Beet holen. Ich lasse jetzt wirklich alles stehen und liegen, was mir jetzt hier über den Weg läuft. Ist mir jetzt alles egal. Badru! Ich bin doch dein Freund. Oder eine Freundin von dir. Geh noch nicht ins Bett, ich komme. Da, er wurde aufgehalten. Vielen Dank, wer auch immer du bist. Ich habe jetzt die Namen mittlerweile ausgeschaltet. Es klappt, wenn man in die Einstellung geht und dann irgendwo ganz rechts auf den Button, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, draufklickt, dass man den Streamer-Modus anschaltet. Dann sind die Namen ausgeschaltet. Jetzt nerven die mich auch nicht mehr so. Mit dir ist immer gut Kirschen essen. Womit kann ich dir dienen? Mach dir keine Sorgen, wenn ich in Tränen ausbreche. Ich bereite gerade Zwiebelsuppe als Abendessen vor. Och, jeder Arme. So, schnell noch einmal Erde gekauft. Das nächste Mal brauche ich schon 2000 dafür. Es ist einfach zum Kotzen. Oh, Auni ist auch da. Den schnappen wir uns auch mal direkt. Seh dich nur an. Du fängst so viele Insekten. Du erinnerst mich an mein jüngeres Ich. Genau, Kleiner. Man träumt davon, seine ersten feuerspuckende Libelle zu fangen, nur um am Ende mit einem ganzen Rucksack voller Schmetterlinge heimzugehen. Mhm. Ja, so ähnlich ging es mir mit dem Fisch, den ich mit dem Wurm fangen wollte. Aber keine Sorge, du kannst dich jederzeit mit einer dieser neuen Nebelkerzen an sie heranpirschen. Ja, das ist nett, danke, aber waren die nicht schon freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, das ist dann wahrscheinlich wie mit diesem Kompass, dass man die dann, ja, benutzt, dann sind die weg. Und, ja, ich weiß es nicht, 15 Minuten oder so, keine Ahnung, hat man dann, kann man sich dann näher ranpirschen, ohne dass die jetzt direkt abhauen. Es ist keine schlechte Idee, würde ich auch ehrlich gesagt gerne holen, aber jetzt nicht heute, außerdem habe ich eh kein Geld dafür. Hörst du, wie mein Vater auf der Laute übt? Er denkt, wir können ihn nicht hören, aber wir alle können ihn hören. Na, der klingt aber nicht sehr begeistert hier. So, die anderen sind jetzt auch schon abgehauen. Ja, anscheinend ist so 10 Uhr ungefähr Schicht im Schacht. Für mich natürlich jetzt doof. Moment, löse das dritte Rätsel. Ich weiß ja gar nicht, was das dritte Rätsel überhaupt ist. ach so. Ach ja, haben wir eine Blaubeere dabei? Haben wir nicht. Ich würde nämlich mit euch gerne noch was testen, wobei ist sie das jetzt? Moment, dann gehen wir da mal eben schnell hin. Es wird hier im Chat schon gefragt, wie lange die Open Beta ist. Ganz ehrlich, wen interessiert das? Also ich meine, das wird ja 1:1 dann ja in Early Access vielleicht übergehen oder sie veröffentlichen es direkt, das weiß ich nicht. Da oben müssen wir hin. Ach, sie ist das. Dann sprechen wir nochmal schnell mit Cheyenne.
Speak with me. Du kannst das Gesicht des Drachens in der Quelle von Luna sehen, wenn du gut genau hin... genau genug hinschaust. Entschuldige mich bitte, ich ziehe mich für heute Abend zurück. Nur wer einen gesunden Körper hat, kann auch einen gesunden Geist erhalten. Be careful out there. Deswegen würde ich auch gerne regelmäßig lange schlafen, aber es geht leider nicht. Oh, I thought you might be a ghost. Hallöchen! Ich habe gehört, dass du dich mit Runen auskennst. Oh ja, das tue ich. Hast du einen Gegenstand, auf dem sich Runen befinden? Dann zeig mal her. Oh ja, ich erkenne dieses Symbol. Es ist das Symbol für Mästen. Jemand versucht, den Fisch schmackhafter zu machen. Das ist sehr beunruhigend. Klingt bösartig. warum ist das beunruhigend? Denn wenn unser Fisch saftiger wird, wird das mehr Touristen ins Dorf locken. Und wer will schon mit Touristen zu tun haben? So ein Ärger. Wer kennt sich mit Magie aus und isst gerne Fisch? Ich kann mich an niemanden erinnern. Vielleicht weiß Zeki mehr. Ich empfehle, ihn nach diesen mysteriösen Fischfässer zu fragen, der Magie benutzt. Okay. Seid vorsichtig heute Abend. Wenn der Mund so steht, sind die Hellseher doppelt so aktiv. Das ist positiv. Warum soll ich dann vorsichtig sein? Faszinierend. Oh, tut mir leid, ich beobachte hier nur etwas. Kann ich dir helfen? Ja, vielleicht könntest du mir mal sagen, was das dritte Rätsel ist. Das Streben nach Wissen hält mich immer hellwach. Ich brauche also kaum Schlaf. Okay, vielleicht bin ich ein bisschen müde. I'll think on what you said. Okay, klar. Please state your needs. Was wünschst du? Tina und ich müssen nach Hause, um sicherzustellen, dass sie ihre erforderliche Ruhe bekommt. Now, back to my Tina. Ja, das ist schön. Ja. Moment. Durchsuche diese Gegend? Moment. Weil ich hatte gerade so einen... Obwohl, nee, wir machen es anders am besten. Ich hatte gerade so eine Idee, mal auf der Karte zu schauen, ob eben wirklich dieser... Ja, so ein Gebiet wieder markiert ist. Und da ist tatsächlich was markiert. Aber... Wir werden da jetzt noch nicht hingehen. Wir werden jetzt mal eben gucken. Oder wir laufen ja eigentlich gerade da durch, oder? Ach, ich bin so doof. Ich habe mal wieder das Falsche markiert. Oh. Ich besorge mir jetzt mal eben eine Blaubeere. So, Moment. Dann können wir das auch direkt mal da reintun. Oder mal wieder nicht, weil das mal wieder verbuggt ist. Och, ich liebe es. Ach, nur, nein, es ist diesmal nicht verbuggt. Diesmal ist alles voll. Okay, ich habe nichts gesagt. Ach so, deswegen hat er auch den Rest da nicht reingetan. Ah, ich verstehe. Ja, Moment, dann tun wir die Sachen hier mal da raus. Mal hier rein. Oh, da ist gar nicht mehr so viel Platz. Das ist doof. Das kann nicht gestapelt werden. Das muss auf jeden Fall wieder rein. Da mache ich mal das meiste auch noch von rein. So, was wollte ich jetzt haben? Achso, eine, genau, eine Blaubeere. Zack. Dann können wir, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, auch schon mal hier dieses Feld hinstellen. Haben wir dich denn auf 4? So, weil ich möchte nämlich, und das war ja ein Tipp aus dem Internet, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, ich wollte ja eigentlich nach und nach überall Kartoffeln reinmachen, damit ich wirklich dann jeweils einen sehr guten Kartoffelbetrag habe. Aber dadurch, dass das natürlich mehrfach erntbar ist, wurde mir empfohlen, dass ich Tomaten drauf machen sollte. Weil man es halt einmal bezahlt, dreimal quasi ernten kann und beim vierten Mal, wenn es geerntet wird, muss wieder was investiert werden. Da die Kartoffeln aber mehr einbringen, würde ich sagen, mache ich die Hälfte von dem Feld mit Tomaten und die andere Hälfte mit Kartoffeln.
Und nach Möglichkeit wollte ich dann nach und nach zumindest noch eine Reihe von dem Feld noch dran machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man machen kann, wie viel geht. Oh, hier haben wir auch noch irgendwas im Briefkasten. Mit ihm haben wir schon gesprochen, wegen der Gießkanne, was? Ja, Gießkanne, glaube ich. Was ist das bitte? Bibliotheksausweis. Eine Karte, mit der du Zugriff auf mehr Bücher in der Bibliothek erhältst. Dankeschön. Du hast demonstriert, dass du intelligent bist und so weiter. Now you are no longer... Jetzt brauche ich mich nicht nur mit den Kinderbüchern abzugeben, okay. Vielleicht werde ich was Nützliches finden. Ja, sehr, sehr geil. Mal gucken. Ich denke mal, die ist hier nicht drin, aber hier oben ist sie auch nicht drin. Ja. Questgegenstand. Achso, ich muss noch den Stoff mitnehmen, genau. Zack, zack. Kann ich dann vielleicht hier die zwei Sachen noch reintun? Ja, kann ich. Sehr schön. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, den Stoff, den können wir jetzt natürlich mitten in der Nacht nicht abgeben. Das ist immer so nervig. Aber wir können jetzt nochmal kurz gucken. Ich wollte nämlich was ausprobieren. Ich habe nämlich etwas gefunden, als ich die Sachen reingelegt habe. Oh, da war gerade Kupfer. Mann, Mann, Mann. Als ich die Sachen reingelegt habe für diese Tür, für diese leuchtende Tür mit dem Fisch drauf. Und den nehmen wir noch mit hier. Zack. Ich weiß nicht mal wofür, aber für irgendwas Wichtiges brauchte ich den. Und dann machen wir was anderes hier. Zack. So, jetzt müssen wir eben schauen. Geradeaus und links. Genau, das dauert noch ein bisschen. Hallöchen, Gina. Ich hab dich doch so gern. Warum läufst du jetzt alleine hier rum? Warum ist die Hekler fern? Nehmen wir mal ein bisschen Gewürzsprossen mit. Die anderen wollte ich zwar eigentlich nicht mitnehmen, aber wenn ich da jetzt direkt reinlaufe, dann, ne? So wie in das Wasser. Oh, das war jetzt selten dämlich gerade von mir. Obwohl ich nur einmal gedrückt habe, also keine Ahnung, warum das nicht ging. So, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal gezeigt hatte im letzten Video, aber hier ist mir das aufgefallen, dass hier so ein DNA-Strang die ganze Zeit rumfuchtelt. Und da mache ich jetzt nochmal eben ganz kurz einen Screenshot von. So, dann machen wir hier die Beeren rein. Zack. Tja, und dann? Wie sie sehen sie nichts. Hm. Okay. Ja, es passiert nichts, wie man sieht. Schade. Ich habe jetzt extra einen Screenshot gemacht, damit ich dann davon auch nochmal eine Lösung posten kann im Blog. Aber ja, das war wohl nicht so. War der Vater mehr Wunsch des Gedanken oder wie heißt das so schön? Warum läuft der jetzt noch rum? Es wäre sehr, sehr schön, wenn du auf mich warten könntest. Ich weiß aber nicht, wo der hinläuft. Nicht, dass der wirklich im zweiten Teil gleich ist und ich den dann nicht mehr finde. Aber es wäre natürlich Hammer, wenn ich den jetzt noch einholen könnte. Kann ihn nicht vielleicht mal irgendjemand von euch aufhalten, Leute? Steht doch hier nicht so doof rum. Holt ihn. Wieso ist der noch da? You're just gonna stand there. Es ist ja gar nicht, das ist sie. Hoffentlich bist du etwas Interessantes zu sagen. Ich bin so gelangweilt. Ich bin hier, um über dein Kleid zu reden. Für den Bahari-Ball? Igitt, ich will nicht einmal zu diesem stickigen Schnarchfest gehen, aber Mama zwingt mich. Ich habe Jael gesagt, dass ich etwas Ausgefallenes tragen möchte. Etwas, das den Skandal auslösen wird. Etwas, das mich auf die Titelseite aller falschen Klatschblätter bringen wird. Aber was? Ich bin sicher, dass du in allem gut aussiehst. Ach, du bist keine Hilfe. Ich schätze, ich muss Jael einfach vertrauen, dass er sich selbst etwas einfallen lässt. Wenn du eine leuchtende Blume siehst, sag mir Bescheid. Die Dinger sind toll für einen Heilwickel, den ich meinem Riffrock gebe, wenn sie Verdauungsstörungen hat. Later. Okay. Leuchtende Blume? Ich weiß jetzt nicht, welche leuchtende Blume die meint, deswegen
Ja, ich kenne sehr viele leuchtende Blumen. Oder meint ihr eventuell die vom Meer? Kann natürlich auch sein. Also die hier. Muss ich kurz mitnehmen, wenn ich schon mal hier vorbeilaufe. Ach, jetzt läuft er da hinten. Nee, der steht da. Okay. Sehr schön. Dankeschön, dass du auf mich wartest. Hallo, Jill. What a beautiful day. Wie darf ich behilflich sein? Gibt es etwas, das du gerne in Auftrag geben würdest? Hier ist dein Stoff. Vielen Dank, Gameplayerin. Jetzt würde ich... Was würde ich nur ohne dich tun? Ich sollte nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich habe von Tisch gehört, dass Riff in letzter Zeit vermehrt Nachtschichten im Gasthaus übernimmt. Mhm. Aber auf einem meiner Abendspaziergänge sah ich ihn an dem Bootssteigen. Er arbeitet nicht, sondern schien auf jemanden zu warten. Vielleicht eine heimliche Liebschaft? Ja, ich weiß, man soll nicht tratschen, aber das Geheimnis war einfach zu saftig, um es nicht zu verraten. Mhm. Lass Tisch auf jeden Fall wissen, dass ich ihr die Schürze morgen per Post schicke. Ja, kein Thema, es ist auch nur zwei Häuser entfernt. Ich habe mit Kenyatta gesprochen. Mhm. Und was hat sie wegen des Kleides gesagt? Sie will etwas Ausgefallenes. Etwas Ausgefallenes? Das könnte alles Mögliche sein, aber damit kann ich wohl arbeiten. Danke, Gameplayerin. Du warst mir eine unglaublich große Hilfe. Farewell, fair traveler. Dann haben wir das wenigstens noch abgeschlossen. So, Tisch müssten wir dann nochmal mit sprechen. Dann müssen wir, genau, diesen Bereich sollten wir nochmal absuchen. Ach, Sief? Ach, das ist wegen dem Buch bestimmt, oder? Gehe ich mal stark von aus. So, smaragdgrünes Teppichmoos. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst eine Blume. So, dann... Achso, ich wollte gerade sagen, dann ist unsere Minimap weg. Wir haben ja gar keine. In welche Richtung war das denn jetzt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Links. Also quasi da so ein bisschen über dem Berg drüber. Ich bin ehrlich gesagt immer noch unheimlich traurig, dass wir keine Minimap haben. Weil so viele Leute, einschließlich mir, haben da natürlich schon nach gefragt, weil gerade in MMOs sind natürlich Minimaps gang und gäbe. Und unheimlich wichtig. Laufe ich jetzt hier gerade richtig? Ja, links von mir, okay. Wieso hat der jetzt die Markierung rausgemacht? Sonst kann ich die nicht sehen. Ja, das heißt aber mit anderen Worten, da sie schläft. Achso, doch. Ich wollte gerade sagen, da sie schläft, kann ich das nicht lesen, aber kann ich doch. The Rains of. Was? Rains of the Dairy Forest. Kommen wir da auch mal hin? Oder. Also ihr könnt euch das gerne durchlesen, da das nicht... Okay, es ist teilweise übersetzt. Wieso ist das nur teilweise übersetzt? Als ich das Monster näherte, zog ich meine Schleuder mit der Hand und meine Armbrust mit meinen anderen kräuselnden Armen heraus. Was ist denn ein kräuselnder Arm? Ich habe es direkt ins Auge, aber auch in den Bauch geschossen. Sein Blut floss durch den Wald und bildete einen tiefen, scharlachroten Fluss aus Blut. Dann ist es wieder auf Englisch. Und dann, nachdem ich die Frau befreit hatte, erzählte sie mir, dass ihr Name Tylene ist. Ist das nicht diese eine? Diese Alchemistin oder was das sein soll? Und dass sie die Bestie über 40 Tage lang gejagt hatte und dann gefangen genommen worden war. Und dass die Bestie sie in ihrem Versteck gefesselt und durch sie hindurch gefesselt hat. Was? In ihren Versteck gefesselt und durch sie hindurch gefesselt hatte. What? Nur ich triumphierte. Nachdem ich die Jägerin befreit hatte, lud sie mich ein, mit ihr zu essen und die Nacht in ihrem Zelt zu verbringen. Ich willigte ein, bekam aber in jener Nacht kein Auge zu. War das jetzt gerade? Ja, sie war es. Lauf doch nicht an mir vorbei. So there I was. Schön, dich zu sehen. Ich habe dein Buch gelesen. Und, was hältst du davon? Ich konnte nur die Hälfte lesen, aber es ist klasse. Ooh. Ich wusste es. Ich werde es zu Kaleri bringen. Sie hat Beziehungen zu einem Verleger in Bahari. Ich wollte nur sicherstellen, dass es gut ist, bevor ich es abschicke. Okay. Ich habe den ganzen Morgen an meiner Klinge gearbeitet.
Diese Schönheit hier ist die Klinge eines echten Heldes, so wahr ich hier stehe. Bei dem Anblick könnte ich fast in Tränen ausbrechen. Zu spät. Schon geschehen. I'm starved. Okay. Na gut. Ich verstehe das aber hier unten immer noch nicht. Ich meine, ich würde jetzt mal behaupten, dass das nur damit zu tun haben könnte. Mit dem C-Key, aber... Weil er ja mal gesagt hatte... Moment. Einer hat ein Fragezeichen? Also ich soll mit Seki sprechen? Achso, der ist da oben. Der schläft? Wieso hat der ein Fragezeichen? Da muss ich mich doch gleich mal eben aufmachen, um herauszufinden, warum. So geht das nicht, lieber Herr Einer. Sie können doch nicht einfach ein Fragezeichen haben, ohne dass ich weiß, warum. Das ist doch hier, oder? Das ist nicht hier. Bin ich eine zu früh abgebogen? Na gut. Ist aber direkt hier um die Ecke, also ist nicht so schlimm. So. Ist hier noch irgendwas Brauchbares am Wasser? Anscheinend nicht. So, Einer, sag mir mal, warum du ein Fragezeichen hast. Menschen sind zugleich uralt und ganz neu. Faszinierend. Weißt du was über menschliche Runen? Ja, ich selbst bestehe aus Runen, wie alle von Menschenhand geschaffene Dinge. Möchtest du, dass ich dir etwas übersetze? Ah, die Symbole auf diesem Gegenstand dienen dazu, Fische anzulocken. Ja, das ist ein von Menschen gemachter Angelköder. Du solltest ihn ausprobieren und mich wissen lassen, was für Fische ihr damit anlocken könnt. Klasse, kann ich es benutzen? Nein, leider ist für den Betrieb mehr Umgebungsströmung erforderlich, als derzeit ohne künstliche Strömungsverstärker verfügbar ist. Obwohl ich zugeben muss, dass es mir viel Freude bereiten würde, dir beim Angeln mit einem solchen Köder zuzusehen. Mein Schöpfer war ein großartiger Erfinder von vielen Dingen und ein begeisterter Angler. Ich spüre sogar eine Ähnlichkeit in diesem Köder. Ich wollte gerade Köder sagen. Ja, ich glaube, er wurde auch von meinem Schöpfer erschaffen. In gewisser Weise haben sie mir eine Art Geschwisterchen gebracht. Würde es dir etwas ausmachen, diesen Köder gegen einen funktionierenden Köder einzutauschen? Ich würde diesen Köder gerne aus sentimentalen Gründen behalten. Wenn du versprichst, nett zu deinem kleinen Bruder zu sein. Wie, natürlich nicht. Hallo? Nein, wenn du versprichst, nett zu deinem kleinen Bruder zu sein. Die Existenz dieser Verlockung ist eigentlich älter als meine eigene. Wenn überhaupt, bin ich also der kleine Bruder. Aber ich verspreche, dass ich es trotzdem in Ehren halten werde. Eure Leute nannten meine Leute die Galdurs. Wir haben eine andere Bezeichnung. Aber du würdest sie nicht aussprechen können. Die Silben sind nur in der Sprache der Strömung verständlich. Please return another time. Nee. Ich wollte gerade sagen, normalerweise haben die dann ja wieder was über den Kopf oder so, aber in diesem Fall nicht. Jetzt haben wir schon 6 Uhr. Jetzt müssten wir eigentlich fast darauf warten können, bis Tisch aufsteht, oder? Mal eben gucken, was es jetzt hier noch gibt. Eigentlich nichts mehr. Ja, eigentlich nur noch Tisch, wenn ich jetzt wüsste. Wenn ich jetzt wüsste, wann sie aufsteht. Moment, ich würde sagen, dass ich dann... Nee, das nicht, aber den General Store, genau. Ach, da ist sie schon wach. Leute, die steht pünktlich um 6 Uhr auf. Das ist doch toll. Ja, sehr gut. Cool. Wo ist sie denn jetzt? Moment. Irgendwo hier in die Ecke müsste sie aber eigentlich sein. Die müsste mir gleich über den Weg laufen. Natürlich auf der anderen Seite. Nehme ich mal stark an. Ja, da kommt sie gerade. Sehr schön. Hallöchen, Tisch. Guten Morgen. Hi, was kann ich für dich tun?
Jell hat gesagt, dass deine Schürze morgen fertig sei. Also eigentlich heute, weil er mir das gestern gesagt hat. Oh. Danke vielmals. Ref hat in letzter Zeit so oft bis tief in die Nacht gearbeitet, dass er völlig übermüdet zur Arbeit geht. Kein Wunder, dass er ständig Dinge verliert. Ich bin versucht, Ashura gehörig die Meinung zu geigen. Ich denke mal nicht, dass sie ein Problem damit hat. Davon rate ich dir ab. Hat Ref mir gelogen? Genau. Ich kann mir nicht vorstellen, warum er das tun sollte. Ich meine, selbst wenn Jell recht hat und er sich mit jemandem trifft, wäre es mir egal. Ich will, dass er glücklich ist. Oh, ich habe es satt, dass er mich für ein kleines Kind hält, das er vor der ganzen Welt beschützen muss. Trotzdem, danke für deine Hilfe. Ich glaube, Ref und ich werden über vieles reden müssen. Ich habe das Gefühl, dass du eine Persönlichkeit von Typ Feuer bist. Ja, bin ich. Ist auch mein Sternzeichen. Also, das ist auch ein Feuersternzeichen. Warum? Weil ich ein Feuertyp bin. Und wir sind uns ziemlich ähnlich. Nee, bei ihr haben wir ja nur die Möbelsachen. Da können wir jetzt so nichts großartig machen. Ja, da wir jetzt soweit heute alles abgeschlossen haben, bis auf die Sache unten, da muss ich mal gucken. Ich denke, dass das mit Ref zusammenhängt. Allerdings muss ich dazu sagen, wir waren ja schon da drin und wir haben uns auch schon, also in diesem Unterschlupf da, und wir haben uns auch schon den, ach so, Moment. Oder hat das was damit zu tun? Hier, der Ref hat ja, glaube ich, war er das nicht? Der hat doch was gesagt, dass er nachts da zu finden ist. Da müsste ich mal nachgucken, wenn ich nachts dahin gehe, ob man ihn dann da findet und ob dann der Kreis eventuell weg ist. Das wäre jetzt noch eine gute Aufgabe für mich. Aber ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Es ist zwar jetzt am helllichten Tag, aber wir haben jetzt nicht wirklich viel zu tun. Deswegen werde ich mich jetzt noch mal ein bisschen darum kümmern, noch ein bisschen zu ernten und so weiter, ein bisschen Geld zu verdienen und so. Und ja, beziehungsweise jetzt werde ich erstmal ins Bettchen gehen, weil wir mitten in der Nacht haben und ich tierisch müde bin. Aber wenn ich dann das nächste Mal wieder online gehe, werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich noch ein bisschen was ernte. Noch ein bisschen dabei leveln natürlich dann auch automatisch. Und ja, die Leute auch noch ein bisschen leveln, damit wir dann auch wieder was haben, worüber wir reden können. Und damit wir wieder neue Quests haben, die wir dann auch machen können. Weil jedes MMO braucht seine Quests und ja, ohne Quests wäre ein MMO wirklich nichts. Achso, wir haben noch was anderes bekommen, sehe ich gerade. Everybody wins. 2 Knoblauch. Ah nee, das war noch das alte. Oh. Okay. Da kümmere ich mich definitiv später drum. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.